So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Blöckrupa. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich auch mal wieder eine richtig coole Mod in Kombination mit einem eigenen Minispiel mitgebracht. Und zwar möchte ich euch heute die Magic Glovers Mod zeigen. Das ist eine Mod, zu Deutsch die vierblättrige Kleeblatt-Mod, die, wenn ihr sie gefunden habt, random irgendwelche Blöcke spawnen lassen kann. Und ich habe mir was ganz Tolles überlegt. Und zwar werden wir gleich diese, vor allen Dingen wurde sich das gewünscht, werde ich gleich ganz viele Blöcke hier spawnen und wir versuchen mit diesen Blöcken ein Häuschen hier zu bauen. Ob das funktioniert und wie es hinterher aussieht, da, ich bin echt mal gespannt. Doch erstmal ein paar Standardinformationen zu dieser Mod. Diese Kleeblätter kann man bekommen, indem man Gras abbaut. Die Wahrscheinlichkeit hierbei liegt zu 6% im Vergleich zu Seeds. Seeds ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit bei 10%. Man kann das aber in den Configs auch erhöhen. Diese Mod ist auch kompatibel gegenüber anderen Mods, aber wenn ihr da irgendwelche anderen Blöcke aus anderen Mods spawnen lassen möchtet, wenn ihr die zusätzlich installiert habt, müsst ihr die ebenfalls in der Config-Datei eintragen. So viel zu den Standard-Grams und Standard-Gebimsel. So, ich würde sagen, die Action kann nun beginnen. Ich werde einfach meinen ersten Stack hier mitnehmen und wenn ich jetzt einen Rechtsklick ausführe, ihr seht schon, haben wir jetzt erstmal ein wundertolles Baumaterial gefunden. Natürlich nicht, ich werde es einfach mal anziehen, einfach ein Rüstungsteil. Ich werde natürlich alle gleich, also alle natürlich nicht so langsam öffnen, werden natürlich gleich etwas mehr Gas geben. Hier haben wir jetzt Clay zum Beispiel, das können wir gleich zum Bauen verwenden. Oder hier ist es blaue Wolle, wunderschön. Es können natürlich auch seltene Sachen da rauskommen. Hier zum Beispiel ein Redstone-Block, ist natürlich auch richtig wertvoll. Quarz, gut, das wird uns auch nicht weiterbringen, das kann ich eigentlich direkt wieder wegwerfen. Mal gucken, wie groß das Haus letzten Endes wird. Steak können wir natürlich auch sehr gut gebrauchen. Vielleicht finden wir auch ein paar Kisten. Natürlich brauchen wir eine Tür, wir brauchen noch einige weitere Elemente. Vielleicht brauchen wir auch irgendwie so eine Art Bücherregal und weitere Spielereien. Das wird sicherlich richtig lustig. So, ihr seht schon, also man kann hier ziemlich viele Sachen spawnen und ich würde sagen, das heißt, wir können jetzt hier perfekt unser kleines Häuschen bauen und ich freue mich schon tierisch drauf. Ich bin echt mal gespannt, wie das hinterher aussieht. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. So, vielleicht für den Eingang, vielleicht hier so eine Art Treppe. Ja, dann können wir hier vielleicht die Tür dann gleich hier irgendwie einbauen, wenn wir überhaupt eine bekommen sollten. Wenn nicht, dann wird es da wahrscheinlich keine Tür für geben. Und von der Breite her dürfte das eigentlich auch passen. Also ich versuche auf jeden Fall eine Wand hochzuziehen. Ob ein Dach raus wird, ich weiß es nicht. So, mal gucken. Wir haben natürlich auch Saplings haben wir hier. Dann haben wir hier Glas, können wir natürlich auch für später gut gebrauchen. Hier noch eine Stufe, okay. So viele Stufen brauchen wir nicht wirklich. Jetzt haben wir auch immer eine Farbe bekommen. Erde. Natürlich, das ganze Grundzeugs. Hier, und jetzt will ich mal ein paar auf einmal spawnen. Und wir haben natürlich ein vierblättriges Kleeblatt aus einem vierblättrigen Kleeblatt gezogen. Geil. So, ich werde jetzt mal ganz viele hier auf einmal spawnen. Und dann können wir diese allesamt verwenden. So, zack, 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 zack. Und werden natürlich, ja, hier haben wir einiges beisammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 werde ich hier noch spawnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weil da auch wieder ein Kleeblatt rausgekommen ist. Und nun können wir loslegen und hier ein bisschen dran werkeln. Guck mal, hier zum Beispiel ein Ofen und ein Crafting Table. Das sind eher so Deko-Elemente, die wir natürlich auch gebrauchen können. Hier ein Diamond Ore, wie abgefahren ist das denn? Gut, eine Schaufel. Ja, brauchen wir aktuell hierbei nicht. Ich werde das hier mal gerade ganz kurz sortieren. Teppich können wir natürlich auch später reinlegen. So, dann werden wir jetzt hier die nächste Reihe hier einfach mal dran bauen. Zack, gut, das Glas habe ich jetzt in den Boden gesetzt. Ist vielleicht heutzutage auch ziemlich modern. Aber gut, vielleicht ist es auch nur eine faule Ausrede dafür, dass ich mich tatsächlich verbaut habe. Ich werde einfach das Glas mitnehmen, sonst dauert das, glaube ich, auch ziemlich lang. Und wir finden sicherlich nochmal Glas. So, den Ofen. Wenn man hier reinkommt, vielleicht hier in die Ecke, ja, da kann man vielleicht so ein bisschen braten, vielleicht auch direkt zum Crafting Table. Gucken, ob wir dafür noch Platz haben. Ja, Wunderbärchen, das passt ja alles wunderbar zusammen. Hier so ein Redstone-Block, der leuchtet. Leuchtet der nicht auf, wenn wir drauf treten? Ach nee, das war, glaube ich, in Kombination mit einer Mod, ne? Ja, so war das doch irgendwie. Ein weiteres Stüfchen. Wollen wir hier noch einen Keller dran bauen? Wollen wir den Eingang ein bisschen vergrößern vielleicht? Jawohl, wenn wir schon die Muße und Zeit dazu haben, warum auch nicht? Auf Zaun laufen. Ganz ehrlich, schaut euch mal die verschiedensten Materialien an. Ich meine, vielleicht kennt der eine oder andere diese Fußwege. Das sind ja solche Wege, wo ganz viele, weiß ich nicht, da sind Steine, da sind Tannenzapfen, auf die man irgendwie sich draufquellen muss und drüberlaufen muss. Barfußwege. Das könnte vielleicht sowas in der Richtung sein, so eine Art Barfußweghaus. Ich weiß es auch nicht. So, ich werde jetzt einfach ganz viele weitere spawnen. Wir haben sogar ein Anvil bekommen, einen Bogen, aber ansonsten nichts großartig Seltenes. Vielleicht schon für Halloween so eine Art Kürbis. Cool. So, mal gucken. Oh, das wird wunderschön. Das wird mein Traumhaus, wird das. So, mal gucken. Vielleicht kann man das dann auch hinterher verdicken. Ich hoffe, dass wir nicht hier vor dem... Ich habe ja extra ein Stadion hier rausgesucht, damit wir ein bisschen Platz hier haben. Ich hoffe ja nicht, dass wir gleich von irgendeinem Verantwortlichen hier rausgeschmissen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Haben wir ein Loch? Ne, hier ist kein Loch. Okay. So, damit hätten wir den ersten Stack hier sogar abgehakt. Vielleicht können wir sogar ein bisschen was an Essen gleich in die... Haben wir jetzt eigentlich... Ne, wir haben noch keine Truhe, ne? Truhe, die fehlt natürlich auch noch. So, der nächste Stack. Es wird, glaube ich, eng. Hier haben wir Rüstung, Spider-Eye. Brauchen wir nicht. Brauchen wir... Da, guck mal hier. Haben wir sogar... Oh, Glowstone ist natürlich auch richtig knorke.
So, mal gucken, ich werde hier so eine kleine Spur legen und dann nehmen wir einfach das mit, was wir brauchen. So, hier zum Beispiel Quarz. Nein, nicht das Blümchen. Ach! So, ich hier einfach mal Slalom. Na super, ich nehme einfach mal alles mit. Okay, ein Ei, weiß ich nicht, ob wir das wirklich brauchen. So, die Blöcke nehme ich auf jeden Fall mit. Hier der Anvil, der ist natürlich auch praktisch. Slab, vielleicht können wir da zwei Slabs kombinieren. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir die Wand hochzimmern wollen. So, gerade das Inventar ein bisschen sortiert. Ja, Ofen haben wir ja bereits. Das heißt, wir können den Ofen tatsächlich irgendwie als Untergrund verwenden. Und da brauchen wir natürlich Platz, falls wir noch ein Bücherregal finden sollten. Das ist natürlich auch pralle. Wir haben jetzt leider noch keine Druckplatte bekommen, aber zumindest schon mal einen Knopf. Werde ich schon mal hier hinsetzen, das heißt, wir können dann hier irgendwie eine Tür öffnen oder so. Ja, es ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben einen Notenblock, das ist natürlich richtig geil, das können wir als Klingel irgendwie verwenden. Und ja, man muss sich das irgendwie ein bisschen schönreden. Licht, wir brauchen auf jeden Fall eine Lichtquelle, am besten im Haus. Vielleicht baue ich, kann ich hier irgendwie noch was ganz einfach abbauen, wahrscheinlich nicht mehr, das sind alles etwas, obwohl hier vielleicht diesen Pumpkin. Ah, guck mal, haben wir ein bisschen Licht hier und können den Pumpkin dann irgendwie als Wand verwenden, das ist natürlich auch pralle. Vielleicht ziehen wir noch ein Bild oder so. Ups, den Envoy wollte ich da gar nicht hinsetzen, naja, egal, dann werden das hier so ein bisschen hochziehen jetzt. Damit wir zumindest mal so einen groben Blick haben, wie groß das überhaupt werden soll. Ah, okay, jetzt können wir den Pumpkin nicht wirklich sehen in der Wand, naja, egal. So, was haben wir hier? Wir haben noch Soul Sand. Oh, das im Haus, das wäre, glaube ich, nicht so pralle, da kann man ja nicht so schnell drauf laufen. Hier zwei Slabs, wow, das wird echt das schönste Haus, was ich je gesehen habe. Schaut euch das... Oh, fehlt da noch ein Slab? Ach! Na, egal, von mir aus. So, dann schimmelt es wenigstens nicht so schnell. Da kommt ein bisschen Luft wenigstens rein. Uns fehlt tatsächlich noch irgendwie so eine Art Fenster, aber wir werden sicherlich gleich noch ein Fenster ziehen. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Schau mal einer, guck, hier haben wir doch direkt ein Fenster. Und das werden wir dann einfach mal hier hin ballern. Zack. Aber vielleicht hätte ich es ein bisschen höher hängen sollen. Ja, ich gebe es ja zu. Das ist, ja, wir müssen. Ich bin ja nicht wirklich so der Architekt. Ach guck mal, da ist eine Tür. Ja, wir haben eine Tür und wir haben sogar ein Schild bekommen. Dann können wir irgendwie noch drin markieren. Oh toll, man kann da reingucken. Wow, super. Warum es halt dunkel geworden ist? Ich hatte die ganze Zeit Night Vision an, damit das ein bisschen besser hier aussieht. Naja, egal. Ich glaube, das macht es jetzt auch nicht aus. Ein Schildchen. Das nennen wir einfach mal Villa. Moment, Hashtag, das wollte ich jetzt aber nicht schreiben. Wir nennen das Häuschen einfach Villa Kunterbund. Hat ja irgendwie was davon, ne? Kunterbund? Habe ich das richtig geschrieben? Ich hoffe schon. Villa Kunterbund. Meinen Namen möchte ich nicht da drauf schreiben. Ich glaube, nee, dann kriege ich keine weiteren Aufträge mehr für so ein Häuschen. So, ist das von der Größe her eigentlich ganz okay oder ist das zu klein? Also wir können auf jeden Fall hier noch ein Bücherregal reinpacken. Das wäre mir noch wichtig. Vielleicht noch so eine Art Treppchen, wo man sich erstmal hinsetzen kann. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch eine weitere Tür. Eine Tür haben wir ja schon. Wir haben schon eine Klingel. Blümchen liegen hier, glaube ich, irgendwo rum. Glaube ich, sogar noch ein bisschen Glas, egal. So, okay, wir werden, huch, so viel zum Thema Blümchen und noch ein Blümchen, okay. Werde ich nochmal mitnehmen, da ist der Benjamin auch dabei, ja. So, ein Schwamm, okay, ein bisschen zum Säubern zum Schluss, mal gucken, was wir noch rausziehen. Ich muss dazu sagen, ich wollte es eigentlich noch nicht sagen, aber man kann auch einen Creeper aus diesen Dingern ziehen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist aber sehr, sehr gering, deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. So, was haben wir denn hier so Feines? Wieder Diamantohr. Wir haben hier, oder hatten wir schon Diamantohr? Ich glaube schon, ich bin echt kirre. Wir haben auf jeden Fall eine Fackel. Licht wäre natürlich auch nicht schlecht. Gut, wir haben jetzt hier einen Glowstone-Block. Sieht man überhaupt den Ofen und wo man überhaupt hier was anbringen kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt ein Dach jetzt noch hier großartig dran klatschen wollen. So, gucken, geht das hier irgendwie? Ah, sehr schön. Diamant. So, jetzt haben wir aber hier, am besten drehe ich den so rum. Ah, wunderbar, das sieht doch fantastisch aus. Jetzt haben wir quasi eine Art Spiegel. Haha. So, okay. Mal gucken, was haben wir hier noch. Wir haben hier noch Kohleblock, Redstoneblock. Ja, ich wollte, wie gesagt, die Mod ein bisschen anders hier euch präsentieren, weil sonst wäre es echt langweilig gewesen. Ach, haben wir das Ding jetzt ausgelöst in dem Redstoneblock? Kann das sein? Ach, cool. Ist irgendwie lustig. So, ich glaube, den ganzen anderen Schnodder, wir haben jetzt hier noch ein paar Gläser. Das ist natürlich praktisch. Können wir hier, ich glaube, heutzutage ist es auch modern, direkt zwei verschiedenfarbige Gläser aneinander zu reihen. Ja, das sieht doch wunderschön aus, oder? Das Schild passt noch nicht so ganz dazu irgendwie. Ah, ich glaube, ich werde das hier dann doch nochmal abreißen. Ja, dann werde ich es lieber doch untereinander machen. Haben wir hier wenigstens noch eine gescheite Abrundung hier. Guck mal, das nimmt doch langsam Form an. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich glaube, ich werde das demnächst auf Scout ImmoScout24 oder wie die ganzen Seiten irgendwie hochladen mit Foto und allem. Ja, ja, ich werde es auf jeden Fall anbieten. So, okay, ich werde jetzt mal ganz kurz hier mal wieder meine ganzen Sachen entleeren. So, dann nehmen wir den nächsten Stack und ich sehe gerade, ich bin gerade auf Peaceful, deswegen kann auch kein Creeper spawnen im Übrigen. Guck mal hier, wir können Musik spielen. Also wie gesagt, man kann auch theoretisch einen Creeper ziehen. Wäre sicherlich auch sehr interessant gewesen. Wir haben jetzt eine Tür und wir haben ein Stüfchen. Wir haben ganz viele Sachen gefarmt, die wir auf jeden Fall noch brauchen.
Hier eine weitere Tür. Zack. Wow, ist das nicht schön. Das ist Kunst, liebe Freunde. Das ist Kunst. So, wir können jetzt erstmal hier eine schöne, gemütliche Sitzecke hier hinbauen aus Stein. Und natürlich hier vielleicht, um vielleicht zu musizieren, kann man hier irgendwie eine Disc reinlegen. Das ist sicherlich ziemlich entspannend. Nach einem schweren Arbeitstag kann man sich demnach ein bisschen erholen. So, mal gucken. So, direkt das nächste Ding hier aufbauen. Passt das hier überhaupt alles? Mir fehlt noch das Bücherregal, Mann. So Bücherregal, so mit Inhalten wie Architekt for Dummies. Sowas fehlt mir so ein bisschen. Das wäre doch richtig Knorke. So, mal gucken. Hier haben wir noch einen Milcheimer. Ich werde den einfach mal auslassen. Okay. Gekonnt lasse ich hier die Hälfte aus. Ich nehme einfach alles mit. Komm, was soll's. So, wir haben ja sowieso nicht so viel dabei. Und ich glaube, wir sind eigentlich auch schon fast fertig. Ich möchte jetzt schon mal darauf hinweisen, dass ein Link zum Ort natürlich in der Videobeschreibung ist. Aber warte, wir sind noch nicht ganz durch. Ach, jetzt haben wir die Slabs wieder übereinander gepackt, ne? Ach, Mist, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, Bücherregal fehlt mir noch so ein bisschen. Wir können jetzt noch, obwohl für zwei Personen ein Bett fehlt natürlich auch. Das Bett habe ich komplett vergessen. Bett, Bücherregal, fehlt sonst noch irgendwas? Was hättet ihr denn gerne noch? Ich könnte vielleicht... Ich werde jetzt einfach noch mal ein paar von diesen einfach spawnen hier. Mal gucken, vielleicht ist ja noch irgendwas Interessantes dabei. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht übersehe. Das ist noch eine Tür gewesen, die vielleicht sogar noch ein bisschen besser reinpasst. Eine Music Disc hatten wir, glaube ich, auch schon gehabt. Aber ich werde die schon mal einlegen. So, es ist sozusagen als Willkommensmelodie. Ja, einfach das Gehirn abschalten. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Dann brauche ich auf jeden Fall noch ein Bücherregal und ein Bett eigentlich. Das sind so die zwei Sachen, die mir hier noch fehlen. So, das ist... Okay. Okay, das ist einfach nur Pilzerde noch gewesen. Ich werde jetzt noch den einen Stack hier öffnen, wenn da nichts dabei ist, dann haben wir halt Pech gehabt. So, ihr könnt also gespannt bleiben. Zaun, Farbe, Slabs und ein Itemframe. Damit können wir irgendwas aufhängen. Ein Bild fehlt, natürlich ein Bild. Geil, das wäre natürlich auch cool, so ein Bild. Ah, ich weiß aber nicht, ob wir das noch XP-Fläche... Da haben wir ein Bild! Das ist natürlich praktisch. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Ganz wichtig, das Bildchen hier. Vielleicht können wir noch so ein Kleeblatt reinhängen, damit man sehen kann, wie das Haus überhaupt entstanden ist. Ja. So, wie gesagt, auch hier diese Melodie, das ist einfach schön. Hier noch ein Bildchen. Ganz, ganz toll. Vielleicht könnten wir noch einen Teppich reinbauen. Das wird auch ein bisschen, glaube ich, dann zu viel. So, hier ein Kleeblatt und... Ach, das gefällt mir. Ist das nicht schön? So, eigentlich wollte ich die Tür gerade zumachen, aber das kriege ich irgendwie nicht ganz gebacken. So, da haben wir noch eine weitere CD gehabt. So wie die kaputt ist, ist wahrscheinlich ein Song von Ariana Grande drauf. Oder wahrscheinlich direkt aus Wut zerstört. So, komm schon. Hier ein Armor-Stand. Der könnte natürlich auch richtig cool sein. Wir haben jetzt leider nur noch 5 Kleeblätter. Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Ah, schade. Es war leider kein Bücherregal dabei oder ich habe es leider verpeilt und nicht gesehen und übersehen, wie auch immer. So, vielleicht bin ich auch von der Musik etwas abgelenkt, aber da haben wir zumindest noch... Ach, das Bild ist hier jetzt noch im Weg. Okay, das Bild, das sammle ich gleich auf. Das wird auf jeden Fall nochmal hier reingehängt. So, zack. Ach, es ist einfach schön. Es ist ein so tolles Haus, da würde ich direkt einziehen wollen. So, das ist das Haus. Mit Fackel, mit Ofen, mit Crafting Table, mit Armor Stand, mit Sitzgelegenheiten, mit Musik, mit einem Türknopf. Sehr schön, mit Klingel und mit einem Schild. Villa Kunterbunt. Es ist einfach herrlich. Ich bin ein bisschen stolz und ich werde es sicher vielleicht auch auf irgendeine Seite stellen. Vielleicht meldet sich da ein oder andere, der noch ein paar Groschen übrig hat und möchte dieses Häuschen kaufen. Er muss es halt selber hier irgendwie rauskriegen. Da gibt es ja auch verschiedene Mods. Ja, demnach hoffe ich, dass euch dieses kleine Video ein bisschen Spaß gemacht hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Modifikation wiedersehen. Ein Link zu der Mod findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ansonsten euch noch ein ganz tolles Wochenende. Bis dann und ciao.